Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu diesem Bundesligaspiel. Sagen Wolf Fuß und Frank Buschmann, die auch diese Partie für Sie kommentieren werden. Ja, hallo und ein herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich grüße euch. Gegen Hertha BSC. Genau, Bayern gegen Hertha in der schönen Allianz Arena. Und mal sehen, wie das Spiel heute abläuft. Die Fans sind auf jeden Fall gespannt. Bayern also heute an. Und mal sehen, ob der Maximus recht hat. Hier nochmal mit FIFA. Und klar, 16. Eine Aufgabe kommt heute Robert Lewandowski zu. Genau. 30 Treffer hat er jetzt schon erzielt in der Liga und belegt damit bei den Torjägern Rang 1. Und Bayern muss hier erstmal wieder ein bisschen sammeln. Die englische Woche ist natürlich gar nicht so einfach. Und da kommt schöner Pass. Weg, 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 weg. Und Hertha ist dieses Jahr, so wie letztes Jahr, doch sehr fix unterwegs, muss man schon sagen. Haben ja bis jetzt auch noch nicht verloren. Und oh, da presst er den Ball. Gut gemacht von den Hertha Abwehrspieler. Und jetzt versuchen wir mal wieder langsam hier zu zeigen, wo es lang geht. Dortmund hat ja bei mir gewonnen. Ich weiß noch nicht, wie Dortmund gespielt hat, wenn ich das Video aufnehme. Aber vielleicht habe ich ja recht mit meiner Prognose. Und da holen wir es. Nein! Das war nicht gut. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Oh, da trickst du mich aus. Oh, da trickst du mich wieder aus. Schießt er ihn rein. Oh, Neuer. Hat Neuer ganz ohne Probleme. Und ich spiele natürlich auf Profi für diejenigen, die immer wieder ein bisschen rumjaulen, mit welcher oder in welcher Schwierigkeitsstufe ich denn spiele. Thiago jetzt. Und natürlich, Ribery. Die Spieler sind noch nicht aktuell. Oh. Oh. Und juhu! Müller! Nach 10 Minuten klingelt's. Oh, den macht er gut mit der Innenseite. Und da braucht er nicht viel Kraft. Er platziert das Ding gut. Schön gemacht. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Herrlich. Schön gemacht. Das war doch relativ früh. 14 Minuten sind erst gespielt. Vielleicht werden wir irgendwann mal Weltklasse spielen. Wenn ich mit FIFA ein bisschen besser klarkomme. Und es wird auch ein Multiplayer-Match geben für FIFA 17. Das auf jeden Fall. Jetzt Lewandowski. Und schön vorgespielt. Vital. Und ach, da habe ich zu spät gebremst. Er verliert den Ball. Aber ich bin schon mal froh, dass ich hier auf Pekarik Profi einigermaßen das hinbekomme. Und ihr habt mir natürlich beim Livestream einige Tipps gegeben. Das werde ich definitiv auch bei FIFA 17 weitermachen. Livestreams mit euch da zusammen. Ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Oh, zurück, zurück, zurück. Langsam, 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 langsam. Wir sind in Führung. Jetzt Boateng. Und langsam das Aufbauspiel. Die stehen gut, die Berliner. Aber da kommen wir durch. Und ach, gut durchgelassen. Ribery. Ah, verdammt. Es gibt Abstoß. Jetzt können sie sich für den Angriff wieder sortieren. Und jetzt noch mal kurz der Blick auf das Führungstor. Ich habe auch eine andere Aufstellung gemacht, dass Müller auch weiter vorne ist. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Oh. Ribery. Ah, oh, verdammt. Jetzt haben sie schlechtes den Ball verloren. Zuspiel. Lustenberger. Genau, 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 genau. Kalu. Ah. Oh. Darida. Naja. Den Ball hat Neuer ganz ohne Probleme. Das sehe ich genauso. Und weiter über die Flügel. Und Thiago. Und da hat er den Ball. Super. Ah, kann er sich. Oh, au! Da wollte ich doch sagen. Das ist eine gute Gelegenheit. Oh, da ist Lewandowski doch so ein bisschen gereizt, ne? Okay, schauen wir mal. Wollen wir einfach mal draufknallen oder. Wir hauen mal flach rein hier. Und. Da passt ah! Eieieiei!
Der Ball ist im Aus. Einwurf für die Bayern. Schnell ausgeführt. David Alaba am Ball. Lustenberger. Ah, abgenommen. Aber da haben wir ihn wieder. Und das war's mit dem Angriff. Er fängt den Ball ab. Ja, das sehe ich selber. Komm, 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 komm. Kalou. Ist das jetzt das Ende für... Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Für Hertha jetzt mit ihrer Siegesserie. Oh, Neuer. Gut, alles klar. Das gibt noch einen Einwurf. Lassen wir mal Hertha mal kommen. Wie habe ich jetzt Offensive? Ja, wir machen mal ein bisschen Offensive. Wir wollen ja Tore sehen. Pekari. Das könnte gefährlich werden. Für diejenigen, die das Spiel nicht gesehen haben, das Dortmund-Spiel. Und Thiago. Oh, da habe ich ja 1:3 gewonnen. Ne, 1:4 sogar. Javi Martinez. So. Ach, verdammt. Kein gutes Zuspiel hier. Der geht ins Seitenaus. Er ist aber wahrscheinlich wieder auf den Schnürsenkel aufgetreten. Lustenberger. Ist auch ziemlich spät jetzt. 20 Uhr, wo das Spiel angepfiffen wurde. Ah, komm, 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 komm. Ist aber jetzt nicht so dominant mehr, was Bayern hier zeigt. Die spielen hier immer hin und her. Ja, Lustenberger. Pekarik. Die haben in der Mitte ziemlich viel Platz, ey. Weiser. Jetzt müssen sie aufpassen. So. So, und Ende jetzt mit den Einwurf geben. Den Ball wirft er schnell ein. Oh, da haben wir. Super Kopfball. Kalou. Komm mal her hier. Tolle Flanke. Und da ist er da und hat die Flanke. Oh ja, super. Und Angriff Bayern. Schnell. Jetzt Ribéry. Oh! Der FC Bayern bekommt den Freistoß. Wollen wir flach machen? Wir probieren mal flach. Da verkürzen sie den Abstand zum Schützen. Ah, verdammt. Erlaubt ist das eigentlich nicht. Guter Einsatz von Boateng. Ah, verdammt, Boateng, das war gut. Er wirft den Ball schnell ein. Aber die machen so ein Hin- und Her-Gespiele hier, wo ich nicht an den Ball rankomme. Dieses... Weil ich den natürlich in der Mitte viel, viel Platz lasse. Oh. Das ist sein Spiel. Immer auf Höhe der Verteidiger. Wenn es gut geht, hat er freie Bahn. Aber hier war es abseits. Ah, die Standardsachen, die sind nicht gut gelaufen. So, wir machen auf jeden Fall Kimmich dann nachher noch rein. Aber jetzt noch nicht. Nicht, dass sich noch irgendeiner verletzt. Auf jeden Fall, ja, Hertha hat mehr Ballbesitz, aber... Das bringt halt nicht viel, ne? Wenn die nicht zum Tor kommen. So. Die Bayern in Front. Jetzt geht's weiter mit dem zweiten Durchgang. Wir werden auf jeden Fall richtig viel Druck machen müssen. Und da sind wir durch. Und. Oh! Habt ihr gesehen mit der Hacke? Super. Aber zu nah am Tor. Der Torwart hat auf jeden Fall aufgepasst. Schierbrett. Oh. Oh. Der trickst mich da aus, der Kleine. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Weg. Da passt er auf, Ball geklärt. Den Ball leitet er weiter. Ah, die haben wirklich sehr, sehr viel Ballbesitz, Hertha. Wie findest du die Leistung von Thomas Müller bisher? Ganz wichtige Aktion da kurz vor Ende des ersten Durchgangs. Er hat das Führungstor erzielt und klar, jetzt können sie den Gegner kommen lassen. Oh, habt ihr gesehen, umgetackelt. Nun Philipp Lahm. Mal ein Seitenwechsel. Um alles mal ein Klasse bisschen. Seitenwechsel, schöne Aktion. Oh. Ah, gut, verdammt. Ball hier im Mittelfeld erobert. Ich dachte, der geht da ran. Der war zu hart. Schellbrett. Ja, da kommt jetzt Eddie. Sie lassen den Ball gut laufen. Schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Ach, immer wieder die Fehlpässe. Da müssen wir auf jeden Fall besser agieren. Sonst knallt noch Hertha hier ein Tor rein, weil wir zu unfähig waren.
die Bälle besser an den Mann zu bringen. Jetzt Ribery. Und weiter geht's. Den Ball holt er sich. Ich denke immer noch zu einfach. Na, aber. Da muss er Freistoß pfeifen. Immer noch 1-0 für Bayern München gegen Hertha. Ist jetzt noch nicht so ein tolles Spiel, muss ich sagen. Robin. Thiago. So, andere Seite. Komm. Lahm. Und Jens Müller. Wir müssen mehr über die Flanken gehen. Einwurf für den FC Bayern. So, wir können natürlich jetzt nicht. Jetzt Vidal. Zuspiel auf Franck Ribéry. Ah, verdammt. Ich will mal jetzt was Neues ausprobieren, ne? Pekari. Aber gegen Hertha sollte man nicht so viel rumspielen, ne? Aber es ist jetzt aber auch nicht so ein Gegner, wo ich sage, hey, die sind jetzt so schwer. Ach, hör auf! Und ich sage, die sind nicht so schwer und dann schießen sie das Gegentor. Ist das abseits oder warum wird es noch nicht gezählt? So, jetzt gibt es natürlich auch die Wiederholung dieses Treffers. Eine perfekte Hereingabe von der rechten Seite. Hier nochmal schön zu sehen. Und da dürfen Sie den Vorbereiter zurecht feiern. Hier also nochmal der Kopfballtreffer in der Wiederholung. Da setzt er sich überzeugt. Das hat er gut gemacht. Ball und schon klingelt es im Kasten. So, jetzt müssen wir uns... 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. So. Wir haben die Chancen einfach hier auf dem Platz liegen lassen. Ribéry unter Druck. Wir müssen wieder mehr flache Pässe machen. Die stehen auch bescheuert für mich. Oh, da kommt wieder. Plattenhardt. Fällt jetzt das Tor. Weiser. Oh, knappes Ding. Was ist denn jetzt mit Hertha los? Och, was ist denn mit mir los? Ich drücke mal den falschen Knopf jetzt. Einwurf, dann wird's brenzlig. Die haben irgendwie Probleme. Ja, nicht, dass ihr denkt, ich will jetzt, dass Dortmund dass Bayern verliert. Zur Ecke abgewehrt. So. Der Ball ist im Aus, es gibt Abschluss. Gut. Wir werden jetzt mal jemand auswechseln. Und zwar werden wir ihn hier raus und machen Kimmich rein. Genau, wir wollten Kimmich haben. Beim letzten Mal hat es ja gut funktioniert. Was ist denn heute hier los? Sie haben den Ball. Pekari. Darida. Na komm, macht doch einfach mal hin. Holt euch den Ball. Wir können doch nicht hier einen 1-1 lassen. Schierbrett. Die spielen aber auch eine Gritze jetzt hier. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Ibišević. Oh, komm mal her, komm her. Er lässt seine Gegenspieler einfach stehen. So, aus. Oh, der ist ganz schön kaputt jetzt. Gleich wird hier ausgewechselt. Darida. Und Jerome Boateng aufmerksam, gut geklärt. Pass zurück zum Torhüter. Und jetzt los geht's. Kurz vor dem Ende steht es unentschieden. Sehen wir noch den Siegtreffer. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Robin. Klares Zeichen jetzt. Jetzt wollen sie hinten dicht machen und das Ergebnis verteidigen. Okay. Verdammt, warum mache ich denn nicht hoch? Ich mache immer diesen Fehler. Wenn ich da an der Seite bin, dann sollte ich doch hochspielen. Eine Flanke rein. Darida. Schieber. Kein gutes Spiel hier.
Philipp Lahm ist schon ein Phänomen. Seit Jahren spielt der ehemalige Captain der DFB-11 auf. Und umgetackelt. Da stand er gut und gibt Freistoß. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Da, wir haben nur noch 5 Minuten. Da verkürzen sie den Abstand zum Schützen. Erlaubt ist das eigentlich nicht. Nein. Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's noch extra. 1-1. Da nimmt er sich. Und wenn sie hier noch den Sieg holen wollen, dann sollten sie diesen Angriff tunlichst verwerten. Weiser. Immer noch 1-1. Javi Martinez jetzt. Die zweite Hälfte ist vorbei und wir haben ein Unentschieden. Gut, manchmal ist es so, ich habe zu viele Fehler gemacht. Aber vielleicht lernen wir aus den Fehlern. Und ja, mit den Worten macht der Maximus einen Fisch. Mal sehen, ob es wirklich so ist. Unentschieden, Sieg. Wir werden es natürlich sehen. Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.